Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier einen Primer. Ein Primer gehört zum Nageldesign, egal ob man mit Gel arbeitet, mit Gellack oder mit Acryl modelliert. Dafür braucht man den Primer als Grundlage. Erstmal wird der Naturnagel wiederhergestellt, also sprich dieses Gel hier, dieses Design abgeraspelt. Runtergefeilt, schön sauber alles entfernt, dass nur noch der Naturnagel offen liegt. Und dann wird das hier aufgepinselt. Das ist praktisch sowas wie eine Basis. Es verbindet den Naturnagel später mit dem Design. Es sorgt dafür, dass der Naturnagel sich gut damit verbindet, dass der hält und sich nichts ablösen kann. Dass kein Lifting entsteht. Lifting, ja, die Nageldesigner kennen diesen Begriff. Mir ist er noch ein bisschen neu. Mir hat den meine Tochter mal erklärt. Lifting ist einfach nur, wenn sich diese Designdecke abhebt. Wenn sie sich vom Naturnagel ablöst und dann hat man diese dicke Schale hier praktisch lose an einer Seite meistens zu hängen. Mir ist das schon zweimal passiert und seitdem verwendet meine Nageldesignerin auch einen Primer. Den trägt sie erst auf, nachdem der Nagel richtig freigelegt ist, der Naturnagel. Dann wird das schön ordentlich bis in die Ritzen aufgetragen. Es riecht fürchterlich. Also ich mag den Geruch überhaupt nicht. Ich finde, das stinkt ganz gemein. Aber es ist wirkungsvoll. Seitdem habe ich nie wieder ein Lifting gehabt. Seitdem hat mein Nagel immer gehalten. Ich meine, er muss alle Lasten auch aushalten. Ich muss mal damit kratzen, mal drücken und knicken können. Und er muss trotzdem halten. Bestenfalls kann er mal brechen, das kann ja mal passieren. Ist mir auch schon passiert, dass er mittendrin durchgebrochen ist, aber es löst sich nichts ab und das ist wichtig. So, dieser Primer wird aufgepinselt, dann muss er kurz antrocknen. Dann kann man den Basecoat auftragen oder gleich mit dem Design beginnen. Jeder, wie er das mag. Meine Designerin, die macht dann immer noch einen Basecoat zusätzlich drauf. Aber wichtig ist eben, dass der Primer dafür sorgt, dass sich das alles gut verbindet, dass der Nagel schön aufnahmefähig ist. Wie eine Grundierung beim Maler. Ja, so ähnlich kann man vielleicht auch dazu sagen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es hier innen drin aussieht. Das ist einfach bloß ein Pinselchen, wie man es beim Nagellack auch hat. Macht das auch, bin ich vorbeigegangen. So, macht das auch gleich wieder zu. Wie gesagt, der Geruch ist für meine Begriffe ist ja wirklich ja, nicht gerade lecker. das empfindet vielleicht auch jeder anders. Ich will mich da gar nicht weiter zu äußern. Auf jeden Fall ist das hier aber ein wichtiges Produkt, sehr hilfreich und sehr empfehlenswert. Der Preis ist für mich auch in Ordnung, finde ich, wenn man sieht, was so ein Basecoat kostet, was ein Topcoat kostet, was ein Nagellack kostet. Denke ich mal, reiht sich das hier ganz sympathisch mit ein und ist daher auch durchaus empfehlenswert. Das war's von mir. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!